Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 362 und heute geht es wieder mal um Traktoren und Zugmaschinen und wir stehen schon davor. Genau, da haben wir schon Mod Nummer 1, einen schönen Zetor 4911, schön auf alt getrimmt. Texturen sind natürlich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt die aktuellsten. Das muss bei so einem ganz alten Gerät auch nicht unbedingt sein. Hier sieht man schön the wear and tear sozusagen, also die Abnutzungs- und Aufrieberscheinung. Und ja, ein schöner kleiner Traktor. Ich würde sagen, ich fange diesmal auch wieder mal erst mit dem Shop an, damit das gute Stück nicht vergesst. Da haben wir ihn. Das ist heute der einzigste aus der Kompakttraktorenreihe. Ich habe letztes Mal, glaube ich, sogar nur kleine gehabt. Diesmal ist nur einer, der Rest ist größer. Wir sind bei 5.555 Euro. Wir sind bei 46 PS, 28 km/h. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze mit und ohne Radgewichte hier zu setzen. Da seht ihr selber dann das Radgewicht, was draufgesetzt wird. Das ist auch das, wenn ich hier rausgesehen habe, was ich hier draufgesetzt habe. So, ja, wir schauen. Licht ist da, ne? Geht an, geht aus und das ist schon der ganze Track. Hinten ist noch ein kleiner Strahler extra dran. Ne? Eine einzige Lichtstufe, aber wie gesagt, das ist halt eine damalige Zeit nicht viel anders gewesen. Hier cockpitmäßig sieht man gar nichts. Wenn ich den Motor anmache, sieht man wahrscheinlich cockpitmäßig noch weniger und auch keine Lichtreaktion. Also es ist halt einfach, es sind nicht die modernsten Texturen, aber ich fand ihn halt sonst schön, fand ich auch vom Motorsound und sowas nicht uninteressant. Ne? Wie alle heute eigentlich vom Motorsound her eindeutig nicht uninteressant sind, also ne, hat schon was. So, ich werde mal eine kleine Runde damit drehen und dann kommen wir zum nächsten. Ja, ich stelle hier mal wieder schön in Reihe hin, dann komme ich auch nicht durcheinander. So hört es sich an, wenn er ausgeht. Ja, ich finde es, tja, nicht die aktuellsten Texturen, aber sonst kein, ne? Also ich mache ihn wohl. So, wir kommen zum nächsten Traktor. Da sehen wir selber, das ist ein Valmet 905, ne? Auto Control. Hier sind wir bei den Texturen, ja, vielleicht auch nicht auf den super aktuellsten Stand, aber sieht auf jeden Fall schon auch sehr gut aus. Auch hier die Verfärbung unten am Abgasrohr hier am Auspuff, ne? Wie man so schön sagt, ne? Sieht alles gut aus, hat hier schön Nummernschilder drauf. Wir sehen auch dementsprechend gleich schon eine Besonderheit, die es hat. Man kann mit der mittleren Maustaste, wenn man die gedrückt hält, mit einer Bewegung die Dachluke aufmachen und mit der anderen hinten das Heckfenster aufmachen. Also eine sehr schöne Geschichte. Das ist halt über Maus gesteuert. So, ja, ihr seht selber, man kann die Frontgeschichten und sowas hier machen. Ich hüpfe jetzt hier auch rein und gehe in den. Gehen wir gleich rein. 37.500. 110 PS normal und 39 km/h Spitze in dem Fall. Wir haben hier die Möglichkeit, die Felgenfarbe zu wählen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Grundfarben zu wählen. Ne? Kann es auch schön in Grün haben, wenn man das möchte. Wir haben von Trelleborg Nokian als Möglichkeit. Wir haben hier auch Pflegebereifungsmöglichkeiten, Breitreifen. Zwillingsreifen hinten, Zwillingsreifen überall und dann sind wir wieder bei Standard. Motorausführung von 110 bis und 167 PS. Ihr seht selber, dann ändert sich ja auch die Abgasanlage. Ne? Das wird dann zu dem Rohr, was ihr gerade gesehen habt, weil was ich da stehen habe, ist halt die 167 PS Variante und es kann halt der Frontanbau Aloe oder Stoll dementsprechend davor gesetzt werden. Ich hatte da jetzt einen Stoll rangebaut. Ne? So, ich hüpfe rein. Rundumbeleuchtung. Funktioniert. Wie gesagt, Dachluke dementsprechend ist auf, Heckfenster ist auf. Wir machen mal den Lichttest. Ganz normale Lichtquellen nach vorne, zwei Stück, die oben zusätzlich dazukommenden und es läuft alles wunderprächtig. Funktioniert. Wir gucken uns das Ganze von innen an. Wenn ich hier so den Lichtpart anmache, dann sehe ich nicht super viel Veränderung. So, jetzt habe ich den Motor angemacht. Und auch jetzt sehe ich nicht super viel Veränderung. Ich sehe natürlich eine Reaktion beim Fahren im mittleren Bereich der Anzeige vorne im Armaturenbrett, dass man halt der gute Tourendreher dementsprechend sich bewegt. Ja, hier seht ihr das Fenster auf, hier seht ihr die Dachluke auf. Das ist, wenn ich hier wieder F1 drücke, seht ihr oben, das ist halt die mittlere Maustaste. So, ja, sieht sonst aber ganz ordentlich auch von den Sitzen her und sowas, da kann man so nicht motzen. Das ist ganz okay. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal
das Licht aus und einen kleinen Motortest und dann hört ihr mich gleich sofort wieder. Ja, ich finde auch ein sehr gelungener Traktor. Schönes Gerät. Ich habe so einen ähnlichen, ich glaube als 805 oder so, ich bin mir nicht sicher, auch genutzt auf der ersten Vieh- und Forst. Genau. So, ja, wir kommen weiter. Wir gehen der Reihe nach durch. Ich habe hier einen 7550 CVT, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da steht das gute Stück. New Holland. Nicht die super aktuellste Lackierung. Sieht ein bisschen auch ausgeblichen aus, ist auch nicht das neueste Gerät sozusagen mehr. Ja, New Holland. Wir hüpfen dementsprechend mal rein. Wir haben hier die Lichtstufen. Ihr seht selber, da geht Licht an, da geht Licht an, aber man hat bis auf die unteren Lampen da leider keine absolute Reaktion drauf. Aber das Licht an sich funktioniert. Ich hoffe, dass es da noch ein Update für gibt, dass man es auch optisch sieht und das Licht nach hinten, also man hat das alte schöne gelbliche Licht, aber das Licht nach hinten, das ist auch komplett ohne Reaktion da. Also eine schöne Geschichte, wenn das dementsprechend noch nachgereicht wäre, aber dafür eine wunderbare Armaturenbeleuchtung. Die Schalter hier an der Seite gehen ohne irgendwelche Geschichten nicht an. Ich mache den Motor mal an, man sieht schön den das Display hochfahren, die Reaktion vom Licht hier im Schalter bleibt weiter aus, die Innenausstattung sieht sonst soweit ganz okay aus. Ihr seht selber, wenn ich hier F1 drücke, weitere Zusatzfunktionen haben wir so nicht. Wenn ich fahre, seht ihr eine Reaktion nicht im Armaturenbrett unten, ne, doch, und halt hier oben in dem Display eine Variante und auch die Pedale unten sind bewegt. Also das funktioniert soweit schon mal. Ne? Aber wie gesagt, Licht, da muss man vielleicht noch dran arbeiten und vielleicht auch noch die Texturen ein bisschen aktualisieren, sonst ist das dann schon ein schönes Gerät. Ne? So, jetzt machen wir nochmal den Motortest. Ich klappe noch eine Runde, damit ich besser einparken kann. So. Ja, knackig, zackig, gut. Auch den zeige ich euch natürlich jetzt nochmal im Shop. So, da hüpfen wir hin. Den dürfen wir hier auch unter den mittleren finden. Da haben wir ihn. Ne, da haben wir ihn. 69.000 ist die Grundlage dafür. Wir haben die Möglichkeit zwischen 175 PS, 216, 200 und 256 PS zu wählen. Er schafft dann 50 km/h damit, Reifenvarianten, haben wir Pflegebereifung und ne, Breitreifen und alles, was es so in die Richtung gibt. Wir haben eine Hauerfront Frontladergeschichte. Wir haben noch Nokia und Michelin zur Auswahl. Und wie gesagt, und dann die Motorgrößen. Ne, das ist halt die Chip-Tuned-Variante. Ja, also wie gesagt, die Ansätze sehr gut. Es fehlt nur noch die Lichtreaktion und vielleicht ein bisschen Aktualisierung der Texturen. Der Rest an sich hat mir schon eigentlich gut gefallen. So. Ich steige hier aus. Hab ich den angelassen? Nö, das ist auch gut so. Wir marschieren rüber und kommen zum nächsten. Und das ist ein schöner John Deere. Da seht ihr selber. Hier haben wir Texturen eigentlich auf dem aktuellen Stand. Das ist jetzt der 8970. Die Besonderheit bei dem hier ist, den gibt es nur mit Zwillingsbereifung. Ne? Auch die Sachen hier oben lassen sich dementsprechend alles einstellen. Ich habe hier eine schöne groben Variante von der Auspuffanlage. Ne? Das ist alles soweit ganz okay. Ich hüpfe mal eine Runde rein. Wir machen den Lichttest. Ne? Wir haben Licht in zwei Stufen oben und ich habe jetzt hier oben schön die LED-Zusatzleuchten dementsprechend mit dran gemacht. Das macht natürlich richtig ein ordentlich Licht und auch nach hinten funktionieren die Leuchten einwandfrei, wie ihr seht. Ne? Und auch hier, ne, selbst mit den Überwinkelsetzenden, also das ist schon eine schöne Geschichte, lichtmäßig sehr schön. Von innen das Ganze angucken, wenn ich hier jetzt Licht anmache, haben wir nicht so unbedingt die Reaktion. So, wenn ich jetzt hier den Motor anmache, haben wir auf Licht auch keine Reaktion. Und wir haben auch keine Reaktion in der Anzeige. Also nicht, vielleicht nicht der Traum für Innenfahrer. Aber sonst durchaus ein schönes Gerät. Ich werde jetzt
das Ganze nochmal ausmachen und euch jetzt nochmal den richtigen Motorsound gönnen, indem ich nochmal eine Runde damit drehe. So, das Schöne bei dem guten Stück ist, das seht ihr jetzt gleich im Shop, dass er tatsächlich mit der Motorgröße selbst die Karosserieform vorne ändert. Wir gehen jetzt einmal zu den Großtraktoren, gehen einmal hier nach hinten durch. Da sehen wir es, 396.000 kostet das gute Stück grundsätzlich, hat 425 PS. Wir haben Reifenhersteller, können wir wählen, ne? Firestone, Trelleborg, Mitras, Michelin. Und wir haben die Varianten zwischen Zwillings- und Drillingsbereifung in den verschiedensten Breiten und Formen, wie ihr jetzt hier seht. Je nachdem, was ich dann für den Hersteller durchschalte, sehen sie auch noch minimal anders aus. Aber wie ihr seht, grundsätzlich funktioniert Motor. Wir haben Design, ne, noch die Lightbar komplett oben. Ne, Lightbar mit dem Green Star dabei oder nur den Green Star. Das kann man sich an Beleuchtung hier oben noch zusätzlich aussuchen. Ich hatte jetzt die Variante mit den zwei kleinen und dem Green Star dementsprechend gezeigt. Ja, Motorgröße haben wir von 425, 400 PS und 425 PS. Und ihr seht, dass sich dabei tatsächlich hier die Breite des Haubenbereichs ändert. Ne? Also, die Typenbezeichnung 6970 sieht so aus. Und ihr seht, dass das hier, ne, ein bisschen moderner, die 8960, noch ein bisschen slicker aussieht, also ein bisschen schmaler auch vorne ist. Hat auch dementsprechend 25 PS weniger. Vom Aussehen her würde ich sagen, dass das sogar die modernere Variante dann ist. Ne? Also schon auch ein schönes Gerät. So, wir machen weiter. Zwei Stück haben wir noch, so simpel ist es. Und wir kommen zu einem Case. Magnum MX270 steht jetzt hier. Schön mit Frontgewichten dran, nämlich das sind jeweils 45 Kilo Einheiten. Da können wir dementsprechend dann, hier habe ich jetzt noch Gewicht hinten dran mitgesetzt. Ich werde das Ganze jetzt auch mal zuerst im Shop zeigen. Ich glaube, ist der unter mittelgroß? Ne, der ist nicht unter mittelgroß, der ist unter groß. So, wo haben wir ihn denn da? 210.963, ich weiß nicht, warum die krumme Summe ist, aber halt so. Da sehen wir das gute Stück. Die Modder habt ihr gerade auch kurz eingeblendet gesehen. Wir haben halt 315 oder 700 Kilo Frontgewicht. Das ergibt sich durch das Grundgestell an sich und die 45 Kilo Scheiben, die vorne dran sind. Ne, könnt ihr euch dann gucken, was oder wie ihr es denn gerne hättet. Reifenhersteller haben wir Mitras und Michelin. Und die Reifenvarianten haben wir dann mit Radgewicht und ohne. Und bei Michelin auch das gleiche mit Radgewicht ohne. Zwillingsbereifung kommt dann noch dazu. Ne, dass es bei Mitras halt nicht der Fall war. Dann haben wir noch die Auspuffanlage, die wir wechseln können. Ne? Wie ihr hier dementsprechend seht. Und zusätzlich haben wir hier noch die Motorausführung, weil wir gehen von 230 über 255 bis 270 PS hoch und dann geht es wieder von vorne los. Ja, sieht soweit schon mal ganz okay aus. Texturenmäßig ist ja soweit eigentlich auch alles okay, würde ich sagen. Wir hüpfen mal eine Runde rein, machen hier mal eine Runde Lichttest. Da kommt mal richtig Licht rüber, blendet sogar. Hinten kann man das Licht noch zuschalten und wir haben vorne noch Zusatzscheinwerfer. Da seht ihr also selber von der Lichtausbeute hier, der haut hier richtig raus. Das passt schon. Wir gucken uns den Cockpit-Part nochmal an. Da haben wir dementsprechend auf das Licht keine Reaktion. Ich mache das gute Stück nochmal an. Da sehen wir die Reaktion natürlich in der Säule. Aber wir haben jetzt hier auch keine weitere Lichtreaktion. Also ja, in der Säule dementsprechend kommt die Funktion an und dann sieht man auch, dass sie sich einmal umschaltet und dann die Geschwindigkeiten und sowas dazu kommen. So, ich gehe jetzt nochmal raus und dann machen wir hier auch mal den Motorcheck. So, wunderbar. Und hier habt ihr, wie ihr selber seht, auch keine Zusatzfunktion. Jetzt in der Hilfe ist auch so nichts eingetragen. Ja, auch ein schöner Traktor. Wie gesagt, soundmäßig fand ich die soweit auch okay. Jetzt haben wir hier auch nochmal einen New Holland, nämlich einen T6, jetzt hier in der Black Edition.
Auch schön mit Chromblenden, Auspuffanlage da, dementsprechend auch das Nummernschild mit dran geklemmt. Sieht also sehr gut aus. Und hier mit Radgewichten und sowas drin. Und auch hier haben wir einen sehr schönen Sound. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Der kommt echt gut rüber. Ich mache jetzt aber erstmal den Lichttest. Ja, schön die kleineren LED, moderneren Lichtvarianten. Rundumleuchte kurz angemacht. Licht ist da, Licht funktioniert. Wir gucken mal eine Runde von innen. Da seht ihr schön die New Holland Sitzgeschichte. Hier habe ich jetzt lichtmäßig keine Reaktion, wenn der Motor nicht an ist. So gehen die Displays an und wenn ich dann Licht anmache, dann seht ihr selber im Joystick und auch im Nebenpanelbereich, da ist auch überall das zu sehen, dass man Licht an hat. Ne? So, dann mache ich hier das gute Stück nochmal wieder aus. Wir gehen nämlich erst nochmal eine Runde im Shop, bevor ich das vergesse. Den dürften wir beim Mittelgroß dabei haben, da haben wir es. 102.000, also kostet so viel wie die normale Grundserie aus. Wir haben Farbwahlmöglichkeiten. Es gibt auch ein schön dunkel-blau-lila-mäßiges. Wir haben auch ein Rot, was dann noch mehr so die Fiat-Herkunft darstellt. Oder halt das normale auch. Ne? Auch die Felgen. Wir haben von Chrom, Silber, Schwarz, so wie wir es halt dementsprechend gerne hätten. Über Trelleborg, Nokian, die Reifenvarianten. Da haben wir dann halt auch die Radgewichte, die Breitreifengeschichte mit Gewichten oder auch die Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, hinten und vorne. Und wieder bei Standard. Wir haben das Ganze mit Warntafeln, mit Chromblende oder mit Chromblende nur oder halt mit allen auf einmal und ohne Warntafeln oder wie auch immer man es gerne hätte. Ne? Kann man durchschalten. Motorgrößen sind wir von 125 auf 155 auf 175 PS. Und dann geht es wieder von vorne los und wir haben den Frontanbau. Ja, ist wahrscheinlich die Stollvariante. Dann haben wir noch die Alloy-Variante dabei. Und so seht ihr das hier. Und auch hier haben wir einen sehr schönen Sound. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Den lasse ich nämlich jetzt auch hier nochmal eine Runde drehen. Ja, finde ich auch dementsprechend kommt sehr gelungen rüber. Wenn ich hier F1 anmache, dann seht ihr selber, ich kann mit der F1-Taste hier, F1, ich kann mit der Maustaste hier die Warntafeln ein- und ausklappen. Ja? Darum geht es hier, wie ihr seht. So, mache ich die Hilfe wieder aus, steige eine Runde aus und ja, dann können wir uns das Ganze hier nochmal in der Übersicht gönnen. So sehen sie aus, die Kollegen von heute sozusagen. Ja, wir sind leider schon wieder am Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, bis morgen.